Herzlich willkommen zu unserem Kolloquium Praxen und Praktiken des Erziehens. Herzlich willkommen allen Anwesenden hier und insbesondere natürlich Herrn Nohl, den ich ganz besonders begrüße. Er wird heute unsere Vortragsreihe sozusagen eröffnen mit dem Thema Weitergeben als pädagogische Praxis. Ich erläutere das nochmal kurz. Im Rahmen also unseres Seminars werden wir Vorträge hören, die auch auf Beiträgen zu unserem geplanten Band Praxen des Erziehens, der im Springer Verlag erscheinen wird, geschrieben haben, im Kontext einer zu entwickelnden operativen Praxeologie der Erziehung. Und dazu haben wir nun auch einige Expertinnen und Experten eingeladen, mit uns zu diskutieren und ihre Beiträge noch einmal vorzustellen oder in veränderter Form auch jetzt im Rahmen unserer Diskussionen hier vorzustellen und dann im zweiten Teil dieses Seminars mit uns zu diskutieren. Wir hatten in der letzten Sitzung, in der Auftaktsitzung, uns schon darüber verständigt, dass die Erziehungswissenschaft notorisch unsicher ist über ihren Gegenstand und dass es unterschiedliche Zugänge gibt, Erziehung und Erziehungswissenschaften zu bestimmen. Wir hatten grob deduktive oder normative Zugänge von deskriptiven oder beschreibenden Zugängen unterschieden und dann schon einen Ausblick auf eine gegebenenfalls operativen Bestimmung im Sinne einer Prozessontologie versucht. Das werden wir dann aber im Rahmen des Bandes, im Rahmen einer Einleitung zu dem Band noch einmal genauer darlegen. Jetzt begrüße ich erst einmal herzlich Arndt Michael Nohl. Arndt Michael Nohl ist Professor für Erziehungswissenschaft und jetzt kommt es insbesondere für systematische Pädagogik, also auch unser Steckenpferd an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Und er widmet sich dort der systematischen Untersuchung pädagogischer Fragestellungen, insbesondere hinsichtlich unterschiedlicher Gegenstandsbereiche und der Frage nach dem Gegenstand der Pädagogik, also auch genau unserer Frage, die wir hier behandeln, und zwar im Kontext eines relational-praxeologischen Denkens, das er hier im Rahmen seiner Arbeit an der Freien Universität insbesondere kennengelernt hat, nämlich mit im Rahmen seiner Auseinandersetzung mit der dokumentarischen Methode. Hier hat er also eine Juniorprofessur bekleidet für interkulturelle Bildung und hat dann auch promoviert und habilitiert zum Thema Bildung und Spontanität. Er hatte vorher schon promoviert bei Wulff und Erstgutachter bei Ralf Bonsack, also insofern die Verbindung zur Praxeologie, zur dokumentarischen Methode und zum rekonstruktiven Ansatz. Das spiegelt sich auch in seinen Veröffentlichungen. Ich werde jetzt nur ein paar nennen, die mir jetzt besonders so persönlich im Gedächtnis sind. Das ist einmal sein Band Pädagogik der Dinge von 2011. Dort hat er einen Beitrag geleistet zur Materialitätsforschung, kann man sagen, eben auch in dieser Gegenstands- und Praxeologie-Perspektive. Er hat sich beschäftigt mit Fragen der Typenbildung, der relationalen Typenbildung, der dokumentarischen Methode, ein Buch, das 2013 herausgegeben wurde und jetzt kürzlich mit Fragen der Interviews im Rahmen der dokumentarischen Methode von 2017 und dann eben mit Winfried Marotzki zusammen die beiden Bände jetzt Adressatinnen und Handlungsfelder der Pädagogik 2019 und Einführung in die Erziehungswissenschaft, jetzt schon in der dritten Auflage erschienen, 2021. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier zu uns gekommen sind und sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung.
In der Vorbereitung auf diesen Vortrag habe ich mich gefragt, wie ich damit umgehe, dass ich hier in einem Umfeld vortragen werde, das stark von der Phänomenologie geprägt ist, während ich ähnlich stark verankert bin in einem anderen Ansatz, das wurde jetzt schon genannt, derjenige des praxeologisch-relationalen Denkens und dabei auch eng mit der dokumentarischen Methode und deren Entwicklung verbunden bin. Das hatten Sie jetzt ja netterweise schon anhand von Büchern genannt. Herr Brinkmann hat mir in der Einladung zum Vortrag und auch eigentlich schon zum Verfassen des Aufsatzes, der Grundlage dieses Vortrages ist, nachdrücklich nahegelegt, mich auf die Begriffe von Eugen Fink, genau gesagt an seine an Husserl angelehnte Unterscheidung zwischen thematischen und operativen Begriffen darauf zu beziehen. In dem Aufsatz habe ich das nicht getan, also wenn Sie das später mal lesen sollten, nicht irritiert sein. Auch heute wollte ich eigentlich davon absehen, habe aber gestern eine lange Bahnfahrt dazu genutzt, doch noch einen Bezugspunkt zu finden zu dieser Unterscheidung. Und werde deswegen in meinem Vortrag immer mal wieder eine Klammer öffnen und erörtern, was das gerade Gesagte hinsichtlich der Relation von thematischen und operativen Begriffen bedeuten könnte. Dabei gehe ich jetzt nicht davon aus, dass der phänomenologische Ansatz und das praxeologisch-relationale Denken übereinstimmen, aber zumindest gibt es da funktionale Äquivalenzen. Das heißt, Bezüge auf gemeinsame Probleme, auch wenn diese Probleme vielleicht etwas unterschiedlich gelöst werden. Na, da können wir dann gerne drüber diskutieren, ob das gelungen ist, ob ich die Sache getroffen habe und ob Sie vielleicht auch andere Ideen dazu haben. Nun in medias res. In der Einleitung zu seinem pädagogischen Hauptwerk aus dem Jahr 1916, Democracy and Education, formulierte John Dewey, in wenigen Sätzen die soziale Funktion der Education. Ich lese Ihnen eine Übersetzung vor. Die primären unausweichlichen, also das Original haben Sie hier, die primären unausweichlichen Tatsachen der Geburt und des Todes jedes einzelnen Mitglieds einer sozialen Gruppe bestimmen die Notwendigkeit der Erziehung. Einerseits gibt es den Kontrast zwischen der Unreife der neugeborenen Mitglieder der Gruppe, ihrer zukünftigen alleinigen Repräsentanten, und der Reife der erwachsenen Mitglieder, die das Wissen und die Sitten der Gruppe besitzen. Andererseits besteht die Notwendigkeit, dass diese unreifen Mitglieder nicht nur physisch in ausreichender Zahl erhalten bleiben, sondern dass sie in die Interessen, Ziele, Informationen, Fähigkeiten und Praktiken der reifen Mitglieder eingeweiht werden. Sonst hört die Gruppe auf, ihr charakteristisches Leben zu führen. Obgleich John Dewey mit diesen Worten die Education als Garant des Fortbestandes einer jeden Gesellschaft apostrophierte, war er hinsichtlich der Bedeutung, die hierbei den pädagogischen Einrichtungen und der Schule zukommt, eher skeptisch. Die Schule ist in der Tat eine wichtige Methode der Übertragung, die die Dispositionen der Unreifen formt, aber sie ist nur ein Mittel und verglichen mit anderen Instanzen ein relativ oberflächliches Mittel, schreibt er. Demgegenüber begriff er die Gesellschaft selbst als den eigentlichen Ort der Weitergabe. Die Gesellschaft besteht nicht nur durch Übertragung, durch Kommunikation, sondern man kann sagen, dass sie in der Übertragung, in der Kommunikation existiert. Vor dem Hintergrund dieser Thesen erscheint dann Friedrich Schleiermachers in der Erziehungswissenschaft gerne zitiertes Bonmot zur Kernfrage der Pädagogik eigentümlich eng gefasst. Sie kennen das alle. Denn wenn man das Problem der pädagogisch fundierten Weitergabe auf die Frage fokussiert, was will denn eigentlich die ältere Generation mit der jüngeren, dann reduziert man den Gegenstand der Erziehungswissenschaft nicht nur auf reflektiert intentionales Handeln, sondern schattet vor allem all die alltäglichen, meist stillschweigenden Praktiken ab, innerhalb derer jüngeren Menschen die Aims and Habits of the Social Group, von denen Dewey spricht, weitergegeben werden. Karl Mannheim nenne ich jetzt hier auch deswegen, weil Karl Mannheim sozusagen der Begründer der dokumentarischen Methode ist, hat diese Differenz zwischen dem, was bewusst anerzogen wird und dem Hineinwachsenlassen im Jahre 1928 luzide notiert. Ich zitiere, das Wesentlichste an jedem Tradieren ist das Hineinwachsenlassen der neuen Generation in die ererbten Lebenshaltungen, Gefühlsgehalte, Einstellungen. Das bewusst Gelehrte ist demgegenüber quantitativ und der Bedeutung nach von beschränkterem Umfange.
all jene Gehalte und Einstellungen, die in der neuen Lebenssituation unproblematisch weiter funktionieren, die den Fond des Lebens ausmachen, werden unbewusst, ungewollt vererbt, übertragen. Sie sickern ein, ohne dass Erzieher und Zögling davon etwas wüssten. Was bewusst gelehrt, anerzogen wird, gehört zu jenem Bestand, der im Laufe der Geschichte irgendwann und irgendwo problematisch und reflexiv geworden ist. Wie Burkhard Schäffer betont, stellt Mannheim hier Sozialisation, das Hineinwachsen lassen, und Erziehung, das bewusst Gelehrte, in ein solches Verhältnis, dass Erziehung sowohl quantitativ als auch qualitativ Sozialisation nachgeordnet ist. Wenn ich in diesem Vortrag Erziehung als pädagogische Form der Weitergabe ausleuchte, soll dies daher stets vis-à-vis und in Relation zu dem Prozess der Sozialisation geschehen. Wie ich zeigen werde, ergänzt Erziehung nicht nur die Sozialisation, sondern basiert auch auf den durch sie geschaffenen Voraussetzungen. Ich werde im Folgenden zunächst Begriff und Praxis der Erziehung reflektieren und hierbei Argumente praxologisch-relationalen Denkens, wie sie schon mit Bezug auf Dewey und Mannheim angedeutet wurden, geltend machen. Dabei werde ich auch mit der Grenze zwischen Erziehung und Sozialisation mich beschäftigen. Dann werde ich kurz auf die methodische Vorgehensweise eingehen, um dann zu einem empirischen Beispiel überzuleiten, in dem deutlich wird, wie anknüpfend an sozialisatorische Voraussetzungen Erziehung als Weitergabe praktiziert werden kann, nämlich in der Interaktion zwischen pädagogischen Fachkräften und Kindern. Das mit diesem Beispiel nur angedeutete Verhältnis zwischen empirischer Analyse und theoretischer bzw. grundlagentheoretischer Reflexion werde ich abschließend beleuchten und auf Horizonte der Systematisierung in der Erziehungswissenschaft eingehen. Wie gesagt, bin ich ja auch Professor für systematische Pädagogik und von daher hat mir allerdings erst in den letzten Jahren die Systematisierung von Fragen der Erziehungswissenschaft eigentlich auf der einen Seite besondere Freude gemacht und gleichzeitig ist sie auch eine Herausforderung, der ich mich hier gerne stellen will. Und ich werde zwischendurch, wie ich eingangs erwähnt habe, immer mal wieder eine Finksche Klammer aufmachen. In der Erziehungswissenschaft lassen sich meines Erachtens drei Wege beobachten, mit der die Unterschiedlichkeit pädagogischer Prozesse gefasst wird. Erstens werden diese Grundprozesse bezeichnenden Begriffe undefiniert und damit im Ungefähren belassen, sodass unklar bleibt, worauf etwa mit der Rede von Bildung oder Lernen oder auch der gleichzeitigen Nennung von beiden überhaupt verwiesen wird. Das findet man leider sehr oft auch in der erziehungswissenschaftlichen Literatur, nicht nur in Sachbuchliteratur. Mit Eugen Fink können wir hier von einer operativen Verschattung sprechen, wobei Fink darauf aufmerksam macht, dass das Opake des operativen Begriffs gerade seine Funktionalität ausmache. Weil, ich zitiere hier Fink, weil wir durch es, nämlich durch den operativen Begriff hindurch, uns auf das jeweilige Thema beziehen. Zweitens kann man einen Begriff wie etwa Erziehung, Sozialisation oder auch Lernen, ich habe hier jeweils exemplarische Arbeiten an die Wand geworfen, ausleuchten und zum übergreifenden Konzept bestimmen, innerhalb dessen dann aber hervorgerufen durch die Vielfalt empirischer Phänomene Binnendifferenzierungen notwendig werden. Insofern hier der operative Begriff, sei dies Erziehung oder Lernen, gleichsam aus der Verschattung herausgeführt wird, wie man mit Pfingst sagen könnte, wird er zum thematischen Begriff. Selbiges gilt auch für den dritten Weg, den ich bevorzuge. Denn drittens lassen sich unterschiedliche pädagogische Grundprozesse begrifflich differenziert fassen. Dann ist es nötig, Erziehung von Sozialisation und diese von Bildung und Lehre klar abzugrenzen. Diesen Pfad habe ich eingeschlagen und in enger Auseinandersetzung mit empirischen Analysen Erziehung definitorisch von anderen pädagogischen Grundprozessen abgegrenzt. Neben der Unterscheidung von Bildungsprozessen und Lehre ist hier auch die Differenz zur Sozialisation von hoher Bedeutung. Hier finden Sie noch mehr Werbung für Bücher von mir. Man ist da schon manchmal etwas selbstreferenziell. Da sich pädagogische Grundprozesse im sozial situierten Handeln vollziehen, greifen Definitionen dieser Prozesse auf handlungs- und sozialtheoretische Vorannahmen zurück, die mehr oder weniger explizit gemacht werden können. Solche Vorannahmen können aus der Phänomenologie stammen, wie etwa bei Malte Brinkmann, oder aus der Systemtheorie, aus der Kultursoziologie Bourdieus oder aus anderen Grundlagentheorien. Der jeweilige grundlagentheoretische Rahmen
prägt dann auch die Definition mit. Diese grundlagentheoretische Prägung der Begriffsdefinition erstreckt sich auch darauf, welche empirischen Phänomene wie, das heißt mit welchen Erhebungs- und Auswertungsverfahren erfasst werden. Es gibt also auch einen Bezug zwischen grundlagentheoretischen Rahmen und den mit ihnen mehr oder weniger gut verknüpften Erhebungs- und Auswertungsverfahren. Kurzes Beispiel, wer sich für Praktiken interessiert, tut gut daran, diese auch zum Beispiel direkt zu beobachten. Also ein praxistheoretischer Ansatz ist häufig verknüpft, nicht immer, mit etwa Videografie oder ethnografischer Beobachtung. Wer sich stark für das individuelle Subjekt interessiert, kann dann gerne narrative Interviews, narrativ-biografische Interviews führen und sie fallbezogen auswerten, wie das etwa Marotzky gemacht hat. Vor dem Hintergrund einer sich allmählich entfaltenden Kombination aus pragmatistischen, wissenssoziologischen und kultursoziologischen Überlegungen, die auch mit anderen Argumentationen verknüpft sind, etwa aus den Science und Technology Studies, und die ich als relational praxeologisches Denken in der Erziehungswissenschaft fasse und damit eigentlich noch eine große Vorläufigkeit eigentlich hier auch deutlich machen will, gehe ich davon aus, dass es in pädagogischen Grundprozessen vornehmlich um vier Punkte geht. Wie erwerben Menschen propositionales Wissen über die Welt, ebenso wie können, das heißt Habits, in und mit dieser Welt? Und wie finden Menschen in der Welt Handlungs- und Lebensorientierung? Diese pädagogischen Grundprozesse vollziehen sich in signifikanten Interaktionen, da denkt man an Miet, und im Rahmen selbstverständlicher gleichartiger Erfahrungen. Zum Beispiel in solchen Erfahrungen, wie sie in konjunktiven Erfahrungsräumen, ein Begriff von Mannheim, eingelagert sind. Aber sie vollziehen sich auch im Rahmen und zusätzlich in Organisationen und Institutionen, wie hier zum Beispiel als Organisationen und Institutionen, um hierbei nur die wichtigsten sozialen Entitäten zu nennen. Basal ist dabei die Soziation. Handelt es sich hierbei doch um die interaktionsbasierte Praxis des Hineinwachsens in solche konjunktiven Erfahrungsräume, etwa des Geschlechts, der Generation, aber auch einer Realgruppe oder einer Familie. Hierbei entstehen als habituierte Modi operandi von Praktiken, also als zur Gewohnheit gewordene Artenweisen der Praxis, Handlungs- und Lebensorientierungen, die für die jeweiligen konjunktiven Erfahrungsräume spezifisch sind. Man wird aber auch und in enger Anbindung an das Hineinwachsen in konjunktive Erfahrungsräume in organisierten und institutionalisierten Rollen, etwa als Schülerin oder als Studentin oder als Prof, sozialisiert. Hierbei geht es einerseits darum, diese Rollen überhaupt zu übernehmen. Andererseits formiert sich bei dieser Rollenübernahme in der Praxis der Rollenübernahme so etwas wie eine Art und Weise, diese Rollen zu praktizieren, das heißt Rollenorientierung. Charakteristisch für Soziationsprozesse ist es meines Erachtens, und das ist ein definitorisches Abgrenzungskriterium, dass die Sozialisandinnen stillschweigend jene Orientierungen entfalten, die ihnen in der interaktionsbasierten Praxis nahe liegen bzw. nahegelegt werden. Wenn ich hiermit den Soziationsbegriff ein wenig ausgeleuchtet habe, tritt er quasi aus dem Schattendasein des operativen Begriffs heraus und wird thematisch. Allerdings habe ich hierfür, so gleich wie der andere Begriffe, einfach so herangezogen, die selbst im Schatten geblieben sind, etwa jene der Handlungs- und Lebensorientierung. Hierauf werde ich beim zweiten für diesen Vortrag wichtigen pädagogischen Grundprozess eingehen, jenem der Erziehung. Dass sie unbemerkt verläuft, unterscheidet Soziation von Erziehung. Denn in der Erziehung muten die Erziehenden den Zuerziehenden Handlungs- und Lebensorientierung nachhaltig und sanktionsbewehrt zu. Das heißt, dass die Erziehenden an die Zuerziehenden die Erwartung richten, eine bestimmte Art und Weise zu handeln, etwa die Hausaufgaben gleich nach der Schule zu erledigen oder auch zu leben, zum Beispiel stets fleißig zu sein, nicht nur zu übernehmen, sondern sich auch zur Gewohnheit zu machen. Während im Moment der Zumutung das Zugemutete noch ein Orientierungsschema ist und einen Entwurfs- bzw. einen imaginativen Charakter hat, geht es im Erziehungsprozess darum, und hierauf dringen die Erziehenden, dass die zu Erziehenden sich eben dieses Zugemutete zu eigen machen. Das heißt, in eine Praxis übersetzen und dann habituieren.
Erziehung zielt mithin auf den Aufbau von neuen Lebens- und Handlungsorientierungen, die die zu Erziehenden nicht bereits im Rahmen der Sozialisation erworben haben. Wie Sie vielleicht daran sehen, ist mein Erziehungsbegriff etwas enger gefasst als etwa der von Prange, den Sie sicherlich kennen, und umfasst eben nicht die Vermittlung von Wissen und Können, sondern es geht nur um die Zumutung von Handlungs- und Lebensorientierung. Damit habe ich, um erneut eine Fink'sche Klammer zu öffnen, aus dem operativen Begriff der Orientierung kurz einen thematischen Begriff gemacht. Wie Sie sehen, sind Erziehung, Orientierung und andere Begriffe nicht per se thematisch oder aber operativ. Vielmehr kommt es darauf an, ob man sie gerade im Hintergrund der Argumentation gebraucht, dann sind es operative Begriffe, oder in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt, dann werden sie thematisch. Deshalb spreche ich hier von relationalen Konzepten, wenn ich überhaupt sozusagen so hineinkretschen kann in die phänomenologische Diskussion. Das ist natürlich noch eine andere Frage. Sie merken schon, dass man hier in einen unendlichen Regress hineinzukommen droht, denn man benutzt, um das eine zu definieren und auszuleuchten, immer andere Begriffe, die im Zuge des Ausleuchtens im Schatten bleiben. Fink hat meines Erachtens vollkommen recht, wenn er sagt, dass es gerade wichtig und funktional ist, dass beim Denken nicht alles bedacht wird. Bei Fink heißt es hierzu: Die klärende Kraft eines Denkens nährt sich aus dem, was im Denkschatten verbleibt. In der höchst gesteigerten Reflexivität wirkt immer noch eine Unmittelbarkeit sich aus. Das Denken selbst gründet im Unbedenklichen. John Dewey hat dies schon 1929 in seinem erkenntniskritischen Aufsatz mit dem Titel Qualitative Thought gezeigt. Und damit zurück zur Erziehung. Von Zumutung ist bei Erziehung die Rede, weil die zu Erziehenden die ihnen angetragenen Orientierungsschemata zunächst als ihren eigenen Interessen und Wünschen entgegenstehend wahrnehmen. Zugleich wird ihnen aber von den Erziehenden zugetraut, die gewünschten neuen Handlungs- und Lebensorientierungen zu entfalten. Damit hierbei die zu Erziehenden die Orientierungszumutungen überhaupt als signifikant wahrnehmen können, müssen die Erziehenden für sie signifikante oder auch generalisierte andere sein. Insofern ist Erziehung auf die ihr vorgängige Soziation angewiesen. Ganz kurz zum Unterschied von signifikanten und generalisierten anderen. Signifikante andere, klar, Personen, die für mich in meinem Leben wichtig geworden sind, deren Perspektive ich sozusagen für mich als wichtig erkenne, zum Beispiel eine pädagogische Fachkraft in der Kita. Aber meines Erachtens können auch generalisierte andere erziehen. Zum Beispiel passiert das in der Politik, wenn sie manchmal auf erzieherische Strategien zurückgreift, wie wir das für die Corona-Pandemie herausgearbeitet haben. Erziehung ist aber noch umfassender in Soziation eingebettet. Denn sowohl die Erziehenden als auch die Zuerziehenden handeln innerhalb der Selbstverständlichkeiten ihrer jeweiligen konjunktiven Erfahrungsräume. Nicht nur die Erwartungen, die die Erziehenden an die Zuerziehenden richten, sind von den Erfahrungsräumen der Erziehenden geprägt, sondern auch die Art und Weise, wie sie erziehen. Selbiges gilt auch für die Zuerziehenden, die die zugemuteten Orientierungsschemata vor dem Hintergrund ihrer eigenen früheren Erfahrungen, ihrer konjunktiven Erfahrungsräume wahrnehmen und sie entlang ihrer eigenen Selbstverständlichkeiten in die Praxis übersetzen. Keine zugemutete Orientierung, also kein Orientierungsschemata, wird eins zu eins in die Praxis übersetzt. Der Übersetzungsbegriff verweist genau darauf, dass es eben immer eine Differenz gibt zwischen dem, was zugemutet wird, und dem, wie die Menschen es in ihrer eigenen Lebenspraxis dann in die Realität übersetzen. Diese grundlagentheoretischen Überlegungen zu Erziehung und Soziation stellen die Bedingungen der Möglichkeit dar, empirische Forschung zu betreiben. Denn ohne zu wissen, was unter Erziehung oder Soziation zu verstehen ist, kann ich auch keinen Zugriff auf das empirische Material haben. Die empirische Analyse dient allerdings nicht nur der Exemplifizierung des Theoretischen. Es geht mir mit ihr vielmehr darum, aus der empirischen Analyse heraus gegenstandsbezogene Theorien zu entwickeln. Dies kann dann so weit gehen, dass diese empirischen Ergebnisse, das heißt die gegenstandsbezogenen Theorien, Grounded Theory kennen Sie als Begriff, und Grounded Theory bedeutet in der Empirie gegründete Theorie, das heißt, dass diese gegenstandsbezogenen Theorien auch die Grundlagentheorie in Frage stellen und zu erweitern helfen. Das klappt nur unter bestimmten Umständen. Wir können sicherlich nach einer Diskussion darauf eingehen, wann.
Die empirische Analyse gelangt gegenüber grundlagentheoretischer Vergewisserung erst dann in ein wirklich reflexives Verhältnis, wenn sie über Einzelfallbeispiele hinauskommt und fallübergreifende, das heißt generalisierungsfähigere Ergebnisse zeitigen kann. Ich möchte daher nach kurzen Hinweisen auf unser methodisches Vorgehen empirische Daten darstellen, vorstellen, deren Interpretation uns auf typische, das heißt fallübergreifende Elemente und Aspekte des Erziehens aufmerksam gemacht hat und erste Ansätze zur Bildung gegenstandsbezogener Theorie erlaubt. Nun habe ich einige Folien zur methodischen Vorgehensweise. Ich habe mehr da, als ich eigentlich hier erläutern möchte. Vielleicht können wir nachher nochmal, wenn Sie Interesse daran haben, auf einige Sachen zurückkommen. Ich beziehe mich hier auf Daten, die wir erhoben haben für ein DFG-Projekt, was ich zusammen mit Mobaret Denavi leite, allerdings auch vor einem DFG-Projekt. Die Daten waren schon da. Mitarbeitende in diesem Projekt sind Marco Mazzarisi und Sarah Thomsen. Und interessanterweise, vielleicht für Sie interessant, die ersten Ideen zu diesem DFG-Projekt entstanden in einem Seminar mit meinen Studierenden, in dem Susanne Schmidt gezeigt hat, wie spannend es ist, den Alltag von Kitas zu untersuchen mit Videografie. Wir nehmen den morgendlichen Alltag von Kitas auf, von der Begrüßung am Morgen bis hin zum Mittagessen, und zwar mit Stativkameras, teilweise ergänzt durch Handykameras. Und dann interpretieren wir dieses Material mit der von Barbara Asbrandt und Matthias Martens entworfenen Form der dokumentarischen Videografie-Interpretation. Im Zentrum dieses Verfahrens steht die Logik der Praxis, die sich in pädagogischen Interaktionen zeigt. Mit Asbrandt und Martens Ansatz lässt sich vor allem herausarbeiten, wie, das heißt im Rahmen welcher Orientierungen, welche Themen und Probleme des Kita-Alltags bearbeitet werden. Dabei beachten wir, das ist wichtig, neben den verbalen auch die nonverbalen Aspekte der Interaktion. Da es im Unterschied zum Schulunterricht, der im Fokus von Asbrandt und Martens steht, in der Kita unzählige, thematisch sehr vielfältige Interaktionen zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Kindern gibt, haben wir in Zusammenarbeit mit unseren KollegInnen deren Ansatz um konversationsanalytische Überlegungen ergänzt. Wir rekonstruieren nun auch die Abfolge der Turns, das heißt der einzelnen Interaktionsbeiträge. Denn in diesen Interaktionsbeiträgen, genauer in den Abfolgen von Turns, die wir als Interaktionsmodi bezeichnen, realisieren sich pädagogische Grundprozesse, wie auch jene des Erziehens. Jetzt klicke ich die Folien durch, die Sie daher vielleicht noch zu sehen kriegen. Soweit in aller Kürze die methodologische Anlage unseres Projektes. Auch sie lässt sich auf Finks Überlegungen beziehen, insbesondere zur Husserlschen Epoche. Als Forschende sind wir sozusagen mit der Ontologie des pädagogischen Alltags befasst, der so funktioniert, wie er funktioniert, weil er eine fraglose Selbstverständlichkeit ist, zumindest meistens ist. Das Handeln der pädagogischen Fachkräfte hat jede Menge athematische Voraussetzungen. Ich zitiere immer Fink. Diese Grundhaltung im Handeln nennt Husserl, folgen wir Fink, die natürliche Einstellung. Und in der Epoche wird diese Selbstläufigkeit und Natürlichkeit aufgebrochen, so zumindest habe ich Fink verstanden, ohne dass sie ignoriert werden würde. In der dokumentarischen Methode würden wir sagen, wir befassen uns nicht mehr damit, was die beobachteten Personen gerade tun und sagen, wir verbleiben also nicht in ihrem Thema, sondern wir rekonstruieren, wie sie das jeweilige Thema oder Problem bearbeiten, wie sie sich hierbei orientieren. Wir arbeiten sozusagen den verschatteten operativen Hintergrund, Dewey würde hier vom qualitativen Hintergrund sprechen und Karl Mannheim vom atheoretischen Wissen heraus, also wir arbeiten den verschatteten operativen Hintergrund heraus, der die Interaktion zwischen pädagogischen Fachkräften und Kindern erst sinnhaft macht, der aber von diesen selbst so nicht expliziert wird, und wenn er expliziert werden würde, würde das Handeln so nicht mehr funktionieren. Das kann man sich immer gut klar machen am Beispiel des Schuhbindens. Erstmal, Sie können es nicht explizieren, und wenn Sie darüber nachdenken würden, würden Sie wahrscheinlich Schwierigkeiten kriegen, beim nächsten Mal die Schuhe zuzubinden. Dabei vertrauen wir aber, so scheint es mir, weniger auf die singuläre Kraft der Forschenden zur Epoche, sondern methodisieren die Rekonstruktion der Orientierung. Wir vergleichen verschiedene Fälle darauf hin, wie sie mit einem und demselben Problem in unterschiedlicher Art und Weise, das heißt im Rahmen kontrastierender Orientierungen, umgehen. Kaum eine der Interaktionen, die wir in der Kita beobachtet haben, lässt sich als eigens arrangierte Erziehungssituation betrachten.
sehr häufig erziehen die pädagogischen Fachkräfte, indem sie Gelegenheiten wahrnehmen, also höchst situativ. Die Tischsitten, oder genauer der Mangel an den Tischsitten, sind ein typischer Anlass für solche Erziehungspraktiken. Erziehungspraxen, muss ich jetzt sagen. Und damit ein wichtiger Moment der Weitergabe. Dass die Kinder beim Mittagessen still sein mögen, ist eine Erwartung, die nicht nur Eltern oftmals gegenüber ihren Eltern äußern, sondern auch in der Kindertagesstätte von den pädagogischen Fachkräften geltend gemacht wird. In der Videoaufnahme zu einer Hamburger Kindertagesstätte ist der Geräuschpegel der Kinder jeden Tag Anlass für die Erzieherinnen, sie zu ermahnen. Im Folgenden möchte ich diese Interaktion rekonstruieren und mit Ihnen zeigen, wie die pädagogischen Fachkräfte den Kindern Orientierung zumuten. Folgende Szene spielt sich an einem Montag ab. Also an dem Montag, an dem wir sie angefangen haben zu videografieren. Ich lese vor. Die Erzieherin Maria ist gerade nicht im Raum. Die Kinder sind auf 5 Tische verteilt, an denen sie ihr Essen einnehmen. An 2 Tischen beginnen Kinder mit ihrem Mund Geräusche auszustoßen, die sie mit der intervallartig vorgehaltenen Hand rhythmisch unterbrechen. Die Erzieherin kommt durch die Türe, in der Hand hält sie eine Rolle mit blauen Mülltüten, von denen sie eine abrollt. Ein Mädchen von einem anderen Tisch ruft laut etwas allerdings Unverständliches in den Raum. Daraufhin sagt die Erzieherin: "Eh, meine Lieben, es ist ein bisschen zu laut." Schon beim zweiten Wort dieser Ermahnung brechen die Kinder ihr Tun ab. Ich hoffe, die Verfremdung ist gut genug und trotzdem können Sie noch was erkennen. Das ist immer unser großes Problem in der Videografie. Das spontane Handeln der Kinder, das sich zu einer gewissen Geräuschkulisse formt, kann höchst unterschiedliche Bedeutungen haben. Zum Beispiel das Imitieren eines Lautes, das den Ureinwohnern Amerikas zugeschrieben wird. Von der pädagogischen Fachkraft aber wird aus dieser Vielfalt an möglichen Bedeutungen nur eine hervorgehoben und retrograd negativ relevanziert, dass es zu laut sei. Wie Brinkmann in einem noch unveröffentlichten Aufsatz zeigt, wird, wenn etwas gezeigt wird, dann vieles dabei auch nicht gezeigt. Das ist ein Zitat. Diese unhintergehbare Selektivität des Zeigens bzw. Erziehens macht übrigens einen großen Teil der Komplexität des Erziehens aus. Denn all das, was in diesem Moment nicht moniert wurde, all die Erwartungen, die nicht geäußert wurden, gelten den zu Erziehenden in diesem Moment als unwichtig und diesbezügliches Handeln als legitim. Wie sich im Verlauf dieser Interaktion zeigt, sind die Kinder aber schon an diese spezifische Selektivität des erzieherischen Handelns dieser Fachkraft gewöhnt. Denn ohne dass hiermit eine explizite Aufforderung, nunmehr leise zu sein, verbunden wäre, markiert die Erzieherin eine Erwartung an das Handeln der Kinder. Diese wiederum haben, schon bevor die pädagogische Fachkraft überhaupt ihre Orientierungszumutung vollständig inspizieren konnte, ihren Geräuschpegel stark heruntergefahren. Es dokumentiert sich hierin erstens, dass sie die Perspektive der Erzieherin, die zur signifikanten anderen geworden ist, sehr weitgehend nachvollziehen und dass sie zweitens der Erzieherin das Recht geben, Gehör zu finden und in die Praktiken der Kinder einzugreifen. Hier wird also die asymmetrische Rollenbeziehung reproduziert, an die sich die Kinder im Laufe ihrer Sozialisation in der Kindertagesstätte gewohnt haben. Es wird drittens auch evident, dass sie sich die Orientierungszumutung insoweit zu eigen machen, als sie ihr Handeln in dieser Situation zumindest korrigieren. Ob sie dieses Handeln beim Mittagessen, ruhig zu sein, sich auch zur Gewohnheit machen, wird noch zu eruieren sein. Die Orientierungszumutung der Erzieherin Maria erfolgte noch ohne jegliche Sanktion oder auch nur ihre Androhung. Auch am Dienstag gebraucht die Erzieherin, nun mal ist es Melanie, die eigentliche Leiterin der Gruppe, keine solche Drohung. Sie gibt allerdings ihrer Orientierungszumutung etwas mehr Nachdruck. Die Kinder der ersten beiden Tische haben sich bereits die Teller mit Essen gefüllt und zu essen begonnen. Andere Kinder stehen gerade an dem Sideboard und holen sich ihr Mittagessen. Es herrscht ein allgemeines Stimmengewirr, in das die Erzieherin Melanie, die zunächst noch dem Sideboard zugewandt ist und den Kindern beim Auftun hilft, singend hineinspricht. 1, 2, 3, das Laute ist vorbei. Schon bei 3 sind die Kinder nahezu verstummt. Die Erzieherin ergänzt dann: "Seid mal ein bisschen leiser bitte." Dann beantwortet sie einen Telefonanruf. Ein Kind beginnt zu singen: 1, 2, 3, das Essen ist vorbei. Ein anderes Kind reagiert hierauf mit: "Nee, gar nicht." Während ein drittes ebenfalls dieselbe Zeile singt. Auch hier wird von der pädagogischen Fachkraft aus dem vielfältig bedeutsamen Handeln der Kinder nur jene Sinnhaftigkeit hervorgehoben, die mit dem Geräuschpegel zu tun hat. Der von ihr gesungene Satz
geht einen Schritt weiter als derjenige der Erzieherin Maria, die ja nur das Überschreiten ihrer Erwartung an den Lärmpegel bekundet hatte. Die Erzieherin Melanie konstatiert das Gewünschte, das damit zur Erwartung an die Kinder wird. Das Laute ist vorbei. Die Kinder haben diese Erwartung jedoch schon antizipiert, sei es, weil sie davon ausgingen, dass wenn die Erzieherin etwas sagt, sie ohnehin den Geräuschpegel monieren würde, oder sei es, weil sie die gesungenen Zeilen bereits zuvor gehört hatten und wissen, worauf sie hinauslaufen werden. In jedem Fall erkennen sie damit die asymmetrische Rollenbeziehung zur Erzieherin und deren Autorität, Kinder zu ermahnen, an. Die Erzieherin unterstreicht ihre Erwartung nichtsdestotrotz noch einmal, indem sie nunmehr die Orientierungszumutung expliziert. Seid mal ein bisschen leiser, bitte. Man könnte nun an dieser Stelle einwenden, dass es sich hier gar nicht um eine Orientierungszumutung handelt, sondern lediglich um eine Handlungszumutung, situativ. Also um die Erwartung im Hier und Jetzt der Situation entlang der Erwartungen der pädagogischen Fachkräfte zu handeln. Dass auch die Kinder, die es nicht sofort als Orientierungszumutung begreifen, sondern kurze Zeit später erneut ihre Lautstärke erhöhen, indem sie den gesungenen Satz der Erzieherin karikieren, mag diesen Einwand bestärken. Es gibt durchaus Fälle, bei denen die Erziehenden eigens darauf hinweisen, dass sie nicht nur ein situatives Handeln einfordern, sondern eine Orientierungszumutung. Etwa indem sie die überdauernde Geltung ihrer Zumutung unterstreichen. Zum Beispiel, du sollst doch nicht beim Essen herumlärmen, da ist eine überdauernde Geltung mit erwähnt. Keine der beiden Erzieherinnen aber tut dies. Vielmehr wird aus ihren Ermahnungen dadurch eine Orientierungszumutung, dass sie sie wiederholen, von Tag zu Tag. So auch am dritten Tag. Die meisten Kinder haben schon ihr Essen aufgetan und sitzen an ihren Tischen. Ein Kind fragt Melanie, können wir eine CD? Die Erzieherin, die während dieser Frage kurz aus dem Raum herausgegangen ist, sagt bei ihrem Wiedereintreten, erst wenn alle sitzen, sonst ist das zu unruhig. Und dann, wenn ihr es dann schafft, auch ein bisschen leiser zu sein, dann kann ich es euch anmachen. Nach einer guten Minute, als alle Kinder ihr Essen bekommen haben, sagt die Erzieherin, so, wenn es jetzt leiser wird, dann können wir die CD anmachen. Mehrere Kinder ermahnen einander dann mit Psst. Die Erzieherin bekundet daraufhin, gut, dann probieren wir das mal. Schließlich stellt sie den CD-Player auf eine Ablage und schaltet ihn an. Anknüpfend an die Bitte eines Mädchens, eine CD hören zu dürfen, verbindet die Erzieherin Melanie ihre Orientierungszumutung, leiser zu sein, nur mit einer positiven Sanktion. Sie wiederholt dieses Jungtim, woraufhin die Kinder ihre Autorität und damit die asymmetrische Rollenbeziehung anerkennen, sich gegenseitig zur Ruhe ermahnen. Als dies gelingt, startet die Erzieherin den CD-Player und reagiert damit mit einer Gratifikation. Wenn die Kinder hier zueinander Psst sagen, dieses eine Kind vor allen Dingen, so werden sie zu Co-Erziehenden. Als solche schlüpfen sie nicht in die Rolle der Erzieherin und bauen mithin keine asymmetrische Rollenbeziehung zu den anderen Kindern auf. Sie agieren vielmehr als diejenigen, die sich bereits die zugemuteten Orientierungen oder zumindest die Handlungen zu eigen gemacht haben und hieraus die Legitimation nehmen, der Erzieherin beizupflichten. Zugleich agieren sie dabei im eigenen Interesse als wohlerzogene Kinder, die sich die Gratifikation des CD-Hörens nicht durch geräuschvolle Kinder nehmen lassen wollen. Solche Co-Erziehungspraktiken haben wir sehr oft gesehen in der Kita. Dass die Erzieherinnen auch negative Sanktionen bzw. deren Androhungen nutzen können, um ihrer Orientierungszumutung Gewicht zu verleihen, wird am vierten Tag evident. Die Kinder sitzen an gedeckten Tischen, sie haben sich aber noch nicht das Essen aufgeschöpft. Die Erzieherin Maria trifft noch einige Vorbereitungen und sagt dann, so, liebe Rotgruppe, schon an dieser Stelle reagieren einige Kinder mit Psst. Die Erzieherin sagt daraufhin an ein Kind gerichtet, Elsbeth, ein bisschen leiser. Als Elsbeth dennoch nicht aufhört, ihren Sitznachbarn zu ärgern, ergänzt die Erzieherin, Elsbeth, schaffst du es da an deinem Tisch zu sitzen oder möchtest du wechseln? Elsbeth lässt von ihrem Nachbarn ab, schaut die Erzieherin an und schüttelt den Kopf. Letztere sagt daraufhin, nicht wechseln, dann möchte ich jetzt, dass du dich mit den anderen verträgst. Auch hier antizipieren die Kinder bereits mit dem Anheben der Stimme von Erzieherin Maria, dass es nunmehr gilt, leise zu sein und ermahnen sogleich sich und als Co-Erziehende die anderen Kinder zur Ruhe. Im Kontext des Mittagessens ist diese Ermahnung ganz offensichtlich auf beiden Seiten bereits zur Gewohnheitssache geworden. Wenn die Erzieherin nunmehr Elsbeth herausgreift, dann formuliert sie die negative Sanktionsandrohung in einer Form,
die Elsbeth als allein souveräne Entscheiderin inszeniert? Oder möchtest du wechseln? Auf diese Weise schattet die Erzieherin ab, dass sie persönlich es ist, die hier Elsbeth androht, sie an einen anderen Tisch zu verweisen, falls sie sich nicht der Orientierungszumutung zumindest situativ beugt. Das von der Erzieherin identifizierte Störenfriede per se den Tisch wechseln müssen, mutiert hier von der persönlichen Entscheidung der Erzieherin zu einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit, die von Elsbeth in keiner Weise hinterfragt werden kann. Wenn Elsbeth hierauf mit einem Kopfschütteln reagiert und damit reagiert, dass sie ihren Nachbarn nun mal in Ruhe lässt, so unterwirft sie sich dieser Anforderung, die gleich darauf von der Erzieherin nochmals betont wird. Die Ermahnung von Elsbeth war allerdings nicht nur an diese gerichtet. Wie schon die Kinder antizipierten, als die Erzieherin nur ihre Stimme erhob, wurde hiermit auch die Erwartung an alle gerichtet, leise zu sein. Dass diese Orientierungszumutung für Elsbeth auch eine Mahnung an alle anderen war, dass es sich hier also um eine Erziehung pars pro toto handelt, wird im weiteren Verlauf des Mittagessens deutlich. Nach 2,5 Minuten, der erste Tisch hat sich bereits Essen nehmen können, fragt die Erzieherin in den Raum hinein, welcher Tisch ist denn nun noch besonders leise gerade? Daraufhin nehmen einige Kinder den Zeigefinger vor die Lippen und bedeuten einander, leise zu sein. Die Erzieherin sagt schließlich, das wird aber schwer, Pauls Tisch darf sich mal Essen holen. Hier wird die Bereitschaft, der Orientierungszumutung Folge zu leisten, als ein Grund für eine positive Sanktion, nämlich zuerst den Nachtisch zu nehmen, genutzt. Wenn hier die Kinder nonverbal mit vor dem Mund gehobenen Zeigefingern einander zur Ruhe auffordern, dann dokumentiert sich hierin nicht nur erneut die Co-Erziehung, sondern vor allem, dass auch die Co-Erziehenden zuallererst Erzogene sind, genauer gesagt, dass sie sich als Wohlerzogene stilisieren. Die Erzieherin aber hat sich in ein Dilemma gebracht. Sie muss einen Tisch auswählen, der in besonderem Maße ihrer Forderung nachgekommen ist, darf aber die anderen Kinder, die ebenfalls sofort still wurden, nicht ohne Lob lassen. Sie bearbeitet dieses Dilemma, indem sie darauf hinweist, dass ihr die Entscheidung schwerfalle, womit sie ein Lob auch für diejenigen Kinder andeutet, die nicht zu Pauls Tisch gehören. Die Orientierungszumutung, zu Tisch möglichst leise zu sein, wird am 5. Tag noch stärker in positive wie negative Sanktionen eingebunden. Zunächst setzt die Erzieherin, diesmal ist es Melanie, eine negative Sanktion, bevor sie ihr eigentliches Anliegen mit einer positiven Sanktion unterstreicht. Die Kinder sitzen alle am gedeckten Tisch. Das Essen haben sie noch nicht geholt. Ein Kind fragt, Melanie, können wir Ihnen heute eine CD anhören? Die Erzieherin antwortet, nee, das war letztes Mal zu unruhig, das kann ich nicht mehr machen. Als ihr das letzte Mal gemacht habt, habt ihr nur reingeschrien. Und an diesem Abbruch ihres Satzes hebt sie beide Hände hoch. Schon in der 3-sekündigen Pause hat ein anderes Kind gefragt, kannst du uns was vorlesen? Nach dem Und der Erzieherin wiederholt es seine Bitte, kannst du uns was daraus vorlesen? Wobei es auf ein Buch zeigt. Die Erzieherin antwortet darauf, das können wir versuchen, wenn es heute mit dem Leisesein klappt. Ein weiteres Kind bekundet sofort, ja, wer klappt das? Die Erzieherin lehnt die Bitte des Kindes, eine CD anzuschalten, unter Verweis auf das Verhalten der Kinder während der letzten Mittagsmahlzeit, an der sie teilgenommen hatte, nämlich am Mittwoch, ab. Sie kann auf diese Weise nochmal ihre Orientierungszumutung, allerdings ex negativo, also unter Verweis auf das Zuwiderhandeln der Kinder, unterstreichen. Dass ein anderes Kind nunmehr aber darum bittet, dass sie aus einem Buch vorlesen möge, gibt der Erzieherin die Gelegenheit, nicht beim Konstatieren ihres fehlgeschlagenen Erziehungsversuchs vom Mittwoch zu verbleiben. Sie nutzt diese Gelegenheit, indem sie das Vorlesen zur positiven Sanktion apostrophiert, die eintreten werde, sofern die Kinder diesmal sich als zum Leisesein fähig und willig erweisen. Wenn hierauf ein weiteres Kind bekundet, dass dies geklappt, antizipiert es, dass sich die Kinder diesmal die Orientierungszumutung zumindest situativ zu eigen machen werden. Entsprechend entfaltet sich die Interaktion im weiteren Verlauf. Alle Kinder sitzen, nachdem sie das Essen bekommen, am Tisch und die Erzieherin liest aus dem Buch vor. Die Kinder blicken gebannt zu ihr hin und sind ganz still. Am Ende des Lesens sagt die Erzieherin, so, und jetzt möchte ich euch kurz einmal sagen, ihr habt sehr, sehr toll mitgemacht. Kriegt ihr ein dickes Lob von mir. Ihr habt wirklich super zugehört und habt das wirklich gut geschafft. Dieses Lob muss im Kontext des vorangegangenen Tadels interpretiert werden. Am Mittwoch hatte die Kartifikation des CD-Spielens nicht dazu geführt, dass die Kinder dauerhaft ruhig waren. Es wurde also deutlich, dass mit der positiven Sanktion die Orientierungszumutung noch nicht unbedingt in ein habituiertes Handeln überführt worden ist.
Vielmehr führte die unmittelbare Bindung der Orientierungszumutung an eine positive Sanktion des CD-Hörens dazu, dass die Kinder auch rein strategisch und situativ handeln und sich ruhig verhalten konnten, ohne dass dies von Dauer gewesen wäre. Genau hierauf zielt nun das dicke Lob der Erzieherin, die damit markiert, dass die Kinder nicht nur kurz vor dem Lesen die hierfür nötige Ruhe hätten walten lassen, sondern auch während der gesamten Dauer des Lesens, auch wenn hier sicherlich noch nicht von einem vollständig habituierten Handeln zu sprechen ist. Dieses empirische Beispiel für die Weitergabe von Tischsitten zeigt die Komplexität einer sanktionsbewährten, nachhaltigen Orientierungszumutung, wie ich sie als Erziehung begreife. Das erzieherische Handeln trinkt zwar darauf, dass sich die zugemutete Orientierung zu eigen machen, also in ihr eigenes Handeln übersetzen und habituieren. Gerade angesichts von positiven und negativen Sanktionsandrohungen oder Sanktionen, wie sie in dem Beispiel ab dem dritten Tag gesetzt werden, geraten die Interaktionen zwischen pädagogischen Fachkräften und Kindern jedoch in das Dilemma zwischen einer situativen Erwartungskonformität im Handeln, das zum Erlangen der Gratifikation an den Tag gelegt wird, CD hören, und der Einsicht in die Erwartung, das Mittagessen generell etwas ruhiger anzugehen. Für die pädagogischen Fachkräfte ist dies im jeweiligen Moment nicht unterscheidbar. Gerade diese Ununterscheidbarkeit führt dazu, dass sie die Orientierungszumutung nachhaltig setzen, also bei jedem Mittagessen wiederholen. In dieser Hinsicht sind die Sanktionsbewährtheit erzieherischen Handelns und seine Nachhaltigkeit also komplementär, sie ergänzen einander. Dabei fällt zugleich auf, dass die Erzieherinnen dieses Dilemma zwischen Einsicht und situative Erwartungskonformität nicht dadurch bearbeiten, dass sie den Kindern Ersteres erleichtern, indem sie die weitergegebene Tischsätze begründen. Vielmehr erscheint die Ruhe bei Tisch als eine nicht eigens begründungspflichtige Selbstverständlichkeit der pädagogischen Fachkräfte, deren Weitergabe gleichwohl nicht auf dem Wege der Soziation, sondern durch Erziehung erfolgt. Voraussetzungen der erzieherischen Orientierungszumutung war erstens, dass die Ermahnungen der Erzieherinnen für die Kinder signifikant waren, dass sie also auf der Grundlage vorangegangener soziatorischer Erfahrungen bereits in der Lage waren, die hinter diesen Äußerungen liegende Perspektive, das heißt das Anliegen der pädagogischen Fachkräfte, zu verstehen. Indem sie bereits bei den ersten ermahnenden Worten, noch bevor die Orientierungszumutung überhaupt ausformuliert worden wäre, auf diese reagierten, erweist sich, dass die pädagogischen Fachkräfte für die Kinder signifikante andere sind. Die zweite soziatorische Voraussetzung liegt darin, dass die Kinder die Erzieherinnen als erziehungsberechtigt betrachten und damit in der asymmetrischen Rollenbeziehung sozialisiert werden, die das Geschehen zwischen ihnen prägt. Und damit komme ich zum Ende meines Vortrages. Erziehung als eine Praxis der nachhaltigen, sanktionsbewährten Zumutung von Lebens- und Handlungsorientierung zu untersuchen, ist das Projekt einer gleichermaßen theoretischen wie empirischen Forschung. Dem Prozess der Erziehung definitorisch von anderen Grundprozessen, anderen pädagogischen Grundprozessen abzugrenzen und ihn zugleich grundlagentheoretisch zu reflektieren, wie ich das hier in Bezug auf das relational-praxiologische Denken in der Erziehungswissenschaft getan habe, ermöglicht erst den rekonstruktiven Zugriff auf die empirischen Daten. Diese grundlagentheoretische Fundierung strukturiert die empirische Forschung ohne ihren Ergebnissen, nämlich der Entwicklung gegenstandsbezogener Hypothesen, vorzugreifen. Umgekehrt können empirische Rekonstruktionen, soweit sie über den Einzelfall hinausgehen und eine gewisse Generalisierungsfähigkeit aufweisen, auch die grundlagentheoretische und definitorische Entwicklung des Erziehungsbegriffs herausfordern. Theoretische und empirische Erziehungsforschung stehen dann in einem reflexiven Verhältnis zueinander. Eine allgemeine Pädagogik, die einem solchen Verständnis von zugleich empirischer und theoretischer Forschung verpflichtet ist, kommt nicht umhin, sich mit den Gegenstandsbereichen anderer Teildisziplinen auseinanderzusetzen. Denn es sind diese anderen Teildisziplinen, zu denen viele der empirischen Gegenstandsbereiche gehören, die die allgemeine Pädagogik für ihre Forschung benötigt. Zu dieser Auseinandersetzung gehört dann auch, sich mit den empirischen Analysen dieser Teildisziplinen zu beschäftigen und auch mit den theoretischen Vorschlägen, die diese Teildisziplinen machen. Dies gibt dann der allgemeinen Pädagogik die Möglichkeit, sich in die Diskussionen dieser Teildisziplinen einzumischen und auf Augenhöhe, das ist wichtig in diesem Fall, auf Augenhöhe ihre eigenen Forschungsergebnisse zu deren Gegenstandsbereichen einzubringen. Nicht als Leitdisziplin, sondern als Diskussionspartnerin, die eine Brücke zwischen grundlegenden Fragen der Erziehungswissenschaft einerseits
und der Forschung zu den Gegenstandsbereichen andererseits, also zu den Gegenstandsbereichen der Teildisziplinen andererseits baut, kann die allgemeine Pädagogik ihre Relevanz und Produktivität unter Beweis stellen. Und damit möchte ich meinen Vortrag beschließen. Das übergebe ich jetzt jemandem. Herzlichen Dank. Ich danke.